So, das wollen wir auch noch mal sagen, ne? Nicht, dass einige denken, jetzt hauen sie ihre Freundin in die Pfanne oder so, ne? Das haben wir genauestens abgesprochen, wie sie noch anzusprechen waren, ne? Weil ich habe ja schon eher einmal für BND und so mal Warnung gesagt, dass wir da Hilfe brauchen, ne? Und auch da haben unsere Freunde gesagt, wir nennen ja nicht den Namen und so, und dann ist ihnen das egal. Es ist wichtig, dass wir denn als Zeugen, wir sichern sie dadurch auch, ne? Das möchte ich auch nochmal sagen, oder Nadi? Genau. Weil das ist schön, dass das auch nochmal eindeutig bestätigt ist. Also es ist Natürlich. nicht so. Jetzt haben sie gesagt, also ich wurde extra angesprochen von dem Mann, dass er das nicht möchte. Ne? Wie er auch nicht untersucht werden wollte und wie er angeblich sehr krank ist. Ne? Und wie alles in Ordnung ist und er fühlt sich gut. Und er zahlt seine Schulden ab und hat keinerlei Probleme mehr. Ne? Schulden, Geld, was man ihm geklaut hat und was man suggeriert hat, dass er Schulden hat. Er hat keine Schulden. Er hat absolut keine Schulden. Ne? Und das läuft gut. Ne? So, und ich weiß nicht, er müsste jetzt bald fertig sein mit den Steuern, ne? Das weiß ich noch nicht genau. Aber das hat er uns gestern erzählt, ne? Er zahlt das denn noch ab mit den Steuern und alles oder so, oder hat. Ich weiß es jetzt nicht genau, weil musste mich um ihn kümmern und alles andere, ne? Ich musste ihn genauestens studieren. So, aber das wollte ich nochmal sagen, also das ist voll in ihrem Sinne, ne? Und selbst wenn sie uns danach nie mehr angucken und uns böse sind, dass wir es gemacht haben, was passieren kann. Wir haben auch Angst, dass sie der Drogensucht erliegen. Ne? Weil die gehen ja radikal an ihn ran. Also er sah ganz, ganz schlecht aus. So, und auch sie war total zu, wie man das so sagt. Ne? Und tat mir so leid. Und er auch. Ja, das wollen wir nochmal sagen, nicht, dass man das noch verdreht und anders auslegt. Also. Sie wussten, dass sie Probleme haben mit irgendwas und dass da was nicht stimmt, ne? Denn danach hat er immer gedacht, Polizei und so, ne? Und dass ihnen da dann auch schnell was passieren kann oder so, ne? Und wir waren uns einig, dass jeder von uns dann vom anderen berichtet. Wenn mit dem irgendwas ist oder so. Da waren wir uns einig, ne? Dafür hat man dann ja auch Freunde, oder? Und wir ziehen das nur durch. Also das würde ich nie machen. Ich würde das nie so machen. So, und wir sagen selbstverständlich nicht alles, aber das war mir ganz wichtig, weil sie hätten sonst nochmal versucht, die Ehe auseinanderzubringen. Und es ist sagenhaft, wie diese beiden, sie sind ja noch ein bisschen jünger als wir, harmonieren. Es ist sagenhaft, ne? Wie sie bei so einem Arbeitspensum, ne, beide, ihre Kinder in Schuss haben alles, ne? Das muss man sich mal angucken, ne? Also wir waren ein bisschen sprachlos. Also wir haben unsere Freunde ein bisschen unterschätzt. Auch in puncto Sauberkeit, ne, hätten wir es nicht gedacht, dass sie im Prinzip so sauber sind wie wir. Ne? Muss ich zugeben, hätte ich nicht gedacht, weil riesige Überraschung, das haben wir noch nicht erlebt. Ne? Nur bei unseren alten Freunden, ne? Und natürlich bei meinen Armen und so. Aber sonst haben wir in puncto Sauberkeit sowas noch nirgendwo erlebt. Oder? So, und auch in ihren Läden und so, sie putzen, sie wienern. Das ist unglaublich. Und stark. Da kann sich manche Ja. Großkette noch eine Scheibe Ja. abschneiden. Und man merkt gleich, was dann los ist. Und was da los ist. Und was für ein schöner Charakter. So, und wenn es ihr Glauben ist, ist es mir auch egal. Ne? Leider konnte ich da nie nachlesen drüber oder so, weil da spioniert man dann einen dann gleich nach im Internet. Und sag ich auch nochmal, allen Sicherheitsdiensten der Welt und sowieso diese deutschen Kakerlaken, wir denken nicht daran, den Glauben zu wechseln und islamistische Terroristen zu werden. Ne? Das sollte ich auch nochmal sagen. Ne? Weil man versucht ja nachher wieder irgendwas draus zu drehen und zu machen gegen uns. Ne? So, und es ist zufällig gewesen, dass sie einen anderen Glauben haben und tja, ich habe das schon immer gesagt, das ist mir egal. Genau. Wo ein anderer dann glaubt, Hauptsache ist ein ordentlicher Mensch. Ja. Ja, das war uns nochmal ganz wichtig, nicht mal, dass man das dann näher wieder verdreht.
Weil man versucht ja auch im Internet immer Stimmung zu machen, ne? Und dann beschimpfen hilft nichts, dann labert uns irgendwelche Tante mit irgendwas zu, ne? Natürlich klicken wir das gar nicht an, ne? Die in ihrem Drogenwahn, der meint, sie muss da irgendwie dichten und irgendwie ein Fäßchen machen oder so. Das ist schon, sehr komisch. Würde ich jedenfalls sagen, ne? Also lassen Sie das, wir merken uns das. Und auch dafür gibt es Anklagen und Anzeigen, ne? Das macht mir ja mein Anwaltsbüro, damit verdienen die dann ihr Geld. Weil ich werde garantiert keinem etwas in meinem Leben schuldig bleiben. Und hier schon gar nichts. Also von solchen westdeutschen Dussels lasse ich mir doch nicht alles wegnehmen. Denen egal ist, was die Stasi da gemacht hat und alles. Ne? Denen das total egal ist. Also das möchte ich auch noch mal ganz kurz sagen. Also kann man hier ganz kurz, also 400, ne, waren ja angeblich zum Schluss in der DDR-Regierung die letzte provisorische. Davon waren bestimmt 300 oder 350 nur Stasi, ne? Rest war SED-Anlehner und Bevorzugte. Und die anderen haben sie außen vor gelassen, die haben sowieso nicht entschieden. So, die haben einfach alles geklaut und dann haben sie die BRD gespielt. Und BRD blockierte nur alles und untermauerte alles, weil sie hätten ja auch zahlen müssen, ne? Die anderen hatten ja kein Geld, ne? Es ist unglaublich, ne? BRD plündert dann die eigenen Rentenkassen, ne? Und wer weiß, was auch mit dem Goldvorräten und alles andere gemacht haben, ne? Dann schließen sich schnell zusammen mit diesen ostdeutschen Sparkassen und alles, ne, und lassen sich da dumm aussaugen, ne. Möchte mal sagen, jeder Sparkassenangestellte war hauptamtliche Mitarbeiter der Staatssicherheit und Bankangestellte zu DDR-Zeiten. Die haben sich eigene Konten ausgeschrieben, ist doch kein Problem, ne. Man hatte doch genug DDR-Sparbücher. Und das hat man sich dann einfach ausgeschrieben. So, die anderen mit freundlicher Mitwirkung des BND und so weiter durften sie sogar noch Jahre danach immer noch die DDR-Geldpresse weiter benutzen. Na, das war doch in der Münze und was das da alles war. Na, das war ja wohl bloß Stasi. Na, was denken sich? Alles Strategische, nur Stasi. So ein Stasi hatte dann den Krankenhausterror, ne? Da konnte man dann schön beseitigen und morden, wie man wollte. Damit das nicht so auffällt, dann wird man eben einfach krank, ne? Besser, als wenn andere so darüber reden, dass da einer verschwindet oder dass dann was nicht stimmt. So, das passt doch alles immer besser, oder nicht? Aber das wollte ich nochmal ganz schnell sagen, so, und das brauche ich mir nicht bieten lassen. Also eine Regierung, die keine Regierung war, das waren alles wieder die alten Socken. Und sie haben nicht das Recht am Kapitalismus, da alles einzubehalten und sich wieder unterzuheimsen und dann zu tun fürs Allgemeinwohl. Weil wir sind hier Kapitalismus und hier gibt es auch reiche Kapitalisten, ne? So, und wir sind nun etwas reicher und ich denke nicht daran, anderen was abzugeben, ne? Das andere ist eine ganz andere Sache, ne? Das ist eine ganz andere Sache, möchte ich auch DDR-Bürger sagen und Dinge. Rest vom Ostblock, wenn die da schon mal aufmerksam geworden sind, ne? Weil das sagen wir doch mal, sie haben da viel volkseigenes Land, das wird schön aufgeteilt alles. Und die, die denn dann gar nichts haben, ne? Die denn nicht drogensüchtig sind, richtig schöne, friedliche Familien. Und die denn da wieder nichts abgekriegt haben, weil sie da auch wieder die Verlierer waren, ne? Die kriegen dann von uns Land, ne? Natürlich mit einem symbolischen Wert kaufen sie das und das ist ihrs. Ich brauche da nicht alle Schlösser und alles in alles Land. Ne? Das ist dann viel zu viel für mich. Und das ist dann richtig ihrs. So, aber sie sind nicht drogensüchtig, keine Alkoholiker oder so, keine Verbrecher oder so. Die suchen wir natürlich genau aus, wem mich Land schenkt im Prinzip. Ne? Und da bin ich auch ganz, ganz geizig, ihrs wird alles angenommen. Ne? Weil wir haben da Verpflichtungen und möchte auch nochmal einfach hier, damit ich fertig werde, möchte nochmal erinnern, wir wollen endlich diese Straßenkinder auch haben, Nadine. Diese Städte, die sollen sich sofort darum kümmern und diesen Kindern Geldern geben. Ja, ja, das tut weh im Stadtregel. So lässt man sie dumm rumlaufen und nutzt sie für kriminelle Handlungen. Wir wollen diese Kinder, das sind unsere Kinder. Wir wurden weggeworfen von diesem Staat, ne? Sie wurden weggeworfen, also wir passen genau zusammen. Genau. Das wollen wir doch bei allen Sachen nicht vergessen hier. Dass wir das aber ganz genauso durchziehen. Und es ist doch schön, dass wir den Kommunismus packen können. Ne? Wir haben nichts gegen diese Menschen, gegen diese Kommunisten und so, wenn sie ehrlich waren oder so.
Aber sie denken um und dann können sie weiterleben, ne, Nadi? Ja. Und Kommunismus gibt es nicht, die werden alle erledigt, wenn sie da weiter kriminell sind oder so. Ne? Oder nicht? Und auch besonders im Ostblock, es ist unglaublich. Da nehmen wir sowieso an, dass wir zuerst für Lebensmittel sorgen müssen. Und für sehr, sehr viel Lebensmittel. Oh, oh, oh. So, aber auch da wird es dann wieder Spaß machen, weil auch diese Menschen sind sehr bescheiden. Und werden vielleicht auch froh sein, wenn sie nochmal eine Unterkunft im Schloss kriegen oder irgendwas. Oder irgendwas machen können, so lange. Weil das wird erstmal voll genutzt dafür alles. Genauso das Land und die Wälder alles und so. Und man kennt sich da, man weiß Bescheid, wer die alten Socken sind und so. Die unterstützen wir natürlich nicht. Und diese sozialistischen Großbetriebe, riesige Kombinate, ne? Unglaublich, ne, was die da aufgebaut haben, ne? Aufgebauscht oder so sagen. Sowas unterstützen wir natürlich nicht, weil wir bauen es auf und dann klauen es die anderen. So, und sie lassen sich das dann nicht mehr wegnehmen, weil auch sie haben wie der Ostdeutsche nie irgendwie Rente groß einzahlen können oder irgendwie mal Gewinne gehabt, damit sie Rücklagen haben. Deshalb brauchen sie wenigstens Wohneigentum, dass sie da keine Miete für bezahlen müssen. So. Das brauchen sie. Und ihre Länder sind viel größer. So, und dann wird es ja wohl ausreichen, dass da jeder, was weiß ich, 2, 3 oder auch 5.000 Quadratmeter Land kriegt, wo er sich ein Haus drauf bauen kann. Und auch noch einen ganz kleinen Garten hat. So, und alles andere kann ja weiter weg sein. Das ist so ein extra Gärtchen oder was weiß ich. Was da alles für Möglichkeiten sind, je nachdem, was das für eine Kultur ist und was sie da alles machen oder nicht. Das sind jedenfalls unsere Vorstellungen. Das wollen wir auch sagen. Ne? Also, da sind wir auch ganz geizig im Verschenken, ne? Erst wird sich schön um das ganze sozialistische Eigentum gekümmert, worum sich andere gekümmert haben, was sie da genommen haben. Ne? Weil wir sind nicht blöd. Uns geht das um die Menschen da, die nichts haben, die keine Rente haben, gar nichts. Darum geht es uns, dass sie sich richtig absichern. Und nicht um welche Loser-Familien, die dann von uns dann auch noch Land abfassen oder so. Da werden wir natürlich aufpassen, da fragen wir natürlich nach und lassen uns auch beraten. Ne? Und kommt da trotzdem so eine Loser-Familie, ist das auch schnell weg. Weil da sind genug, die was haben. Die sind dann froh, wenn sie da wieder einziehen können und so. Ne? Da finden wir dann auch noch andere. So, und ich rufe auch nochmal auf, wir haben weiter keine Spenden. Wir sind so arm und wir brauchen so viel. Ne? Also wir nehmen auch weiter jegliche Spenden an. Ne? So, und was ist das hier für ein organisiertes Verbrechen? Ne? In der Politik? Bei den Beamten in der Amtsstube, bei der Polizeistaatsanwaltschaft, bei den Gerichten. Wir wissen nicht, was wir hier noch machen sollen. Wir sind in der Lage, meine Frau hat extra Paragraphen alles rausgesucht, ne? Was wir ihnen da schön hingeschrieben haben. Ne? Das hat so viel Mühe gekostet, dass wir das alles gemacht haben. Ne? Das Einzige war bloß, wir haben extra darauf verzichtet, weil wir wollten sie nicht wieder am Pranger stellen. Aber hätten wir gewusst, dass die nun gar nicht antworten, hätten wir das auch gerne hochgeladen bei uns im Internet. Ne? Das haben wir nun nicht, haben wir extra nicht gemacht. Ne? So, wir haben Speicherprobleme. Ne? Sollte jedem klar sein, unsere ganzen Statements, alles und so. Ne? Wir haben kein Geld, uns da immer noch mehr Speicher zu kaufen. Also haben wir darauf verzichtet, waren Fehler. Warnfehler hätten wir aufheben müssen, passiert uns nicht normal. Ne? Werden wir jetzt alles weiter aufheben. Ne? Aber wir dachten, wir machen es nicht, weil sie jetzt vernünftig geworden sind. Sind nicht vernünftig geworden, tun weiter einfach doof. Danke für die Aufmerksamkeit.